So, Darius, lebst du noch? Werden wir dich gleich wiederbeleben? Wer weiß. Du hast auf jeden Fall die Fallen aufgestellt. Die Frage ist nur, wer hat uns die Briefe gegeben? Ja, das müsste auch mit einem Sprung machbar sein. Oh, shit. Bin mit meinem Kopf auf die Decke. Das kann doch nicht wahr sein hier. So. Frostpfeil Rang 3. Haben wir schon, brauchen wir nicht. War doch Frostpfeil, oder? Stone vertraut wieder mal nicht seinen eigenen Augen. Genau, Frostpfeil Rang 3, sehr gut. So, mein lieber Darius. Hier haben wir noch eine Rolle. Rolle des Schilds, ja. Die Frage ist natürlich mal wieder, wie groß wird diese Ruine sein? Wird das wieder mega das Teil sein, weil das ja von Darius ist? Das war ja hier der King of Fallen und so. Oder ist das jetzt wirklich hier vielleicht nur so ein kleiner Mini-Stützpunkt? Eins steht fest, ich vertraue diesem Raum schon nicht. Wenn der Typ so viele Fallen entwerfen konnte, dann kann der nicht ganz klar im Kopf sein. Und hat bestimmt seinen eigenen, seinen eigenen Hohepriester-Tempel auch mit Fallen vollgestopft. Loot in den Ecken? Nope. Ja, hüpp. Wir könnten es eigentlich auch einfach machen. LOL, oh shit! Ich hatte gerade eben echt die Sorge gehabt, dass die verdammten Zombies springen können. Sah aber nicht so aus. Die sind hier nur rübergekommen, weil die Plattform ein bisschen tiefer ist. So. Der wahre Meister und Abenteurer weiß immer, seine Umgebung perfekt einzusetzen. Nicht so wie ich. Beinahe selbst runtergefallen, wegen diesem tollen Jump-Verhalten. Vielen Dank übrigens an alle von euch, die mir den Tipp gegeben haben, nach unten zu gucken, während ich springe. Das soll angeblich ein bisschen helfen. Ich werde versuchen, demnächst dran zu denken. Warum ist da ein Zombie auf dem Kopf? Oh! Das sah aus wie Darius, vielleicht. Oh, den habe ich sogar getroffen. Jupp. Guten Tag. Genau, hau auf deinen Kumpel ein. Super macht ihr das, super macht ihr das. So, hauen wir uns mal einen davon rein und dann... Ja, viel zu viele Heiltränke und Magikertränke. Aha, reflektiert, ich darf auch mal. Darius' Kopf ist mein! Damit hat der uralte Spuk wohl endlich sein Ende gefunden. Er war einfach so eine schwebende Rüstung. Darius' Unglück! Zombie. Sein privater Sexsklave. So, paar Tränke, ja, gib mal her, damit kann ich mir was brauen. Hohepriester Darius. Wie, sein Kopf? Der Typ war ja absolut leer, der war einfach nur ein Geist. Ach hier, Darius Kopf. Ew, was ist das denn? Ah, super, ey. Immerhin den Kopf, den wir bei dieser tollen Welt der tausend Türme gefunden haben, dieser Schädelkopf, der hatte wenigstens noch den Respekt vor uns, auf einem Dolch zu erscheinen, sodass wir ihn auf dem Dolch tragen können, festhalten können. Und Darius' Kopf müssen wir ja wie einen verdammten Handschuh anziehen. Ist ja ekelhaft. Krankheit widerstehen 100% an sich selbst. Absolut sinnfrei. Das Ding ist blöd. Bringt uns eigentlich wirklich absolut gar nichts, weil ich jederzeit, immer wenn ich Lust drauf habe, mir einen Krankheit-Heilen-Trank machen kann. Also, so, was haben wir da? Darius' Unglück. Absorbieren Glück. Ah ja, passender Name.
macht aber leider so gut wie gar keinen Schaden. 22, ich bitte euch. So. Mein lieber Darius, das war's schon. Wie es aussieht. Hier sind ja noch so einige. Das ist so krass, wenn ich nicht mehr meine Blockaxt die ganze Zeit ausgerüstet habe. Ich hau... Oh mein Gott! Noch einer! Also erstens, ich hau viel schneller zu natürlich. Aber vor allem, mein Schaden ist ja nochmal höher. Ihr habt ja gesehen, wie ich den einen gerade eben weggebolzt habe. Ich sag's euch, ich mosch die weg wie mit einer Zweihandaxt. Total krass. Ah, eine Teleportrunde. Oh, Jesus, haben die mich erschrocken. Gott, was sind hier so viele? Das ist doch krank. Aber I got an idea. Lass mal das hier reinhauen. Und vielleicht zur Abwechslung ein bisschen Schattenflamme Rang 3 reinknoppen. Shadow Flame! Shadow Flame! Brauch ein bisschen Mana, hallo, Jungsche. Shadow Flame! Geil, Mann. Einfach geil. Ich muss mir das fast ja schon auf den Hotkey legen. Vor allem, wenn wieder diese kleinen Skelette kommen und fünf auf einmal angeflogen kommen, dann mosche ich die alle weg. Ich mag dieses Wort. Mosch. Oh, Todeswappen. Das sieht crazy aus. Gleich mal gucken, was das Ding kann. Rune Malfas Schlüssel. Schwieriges Schloss öffnen. What? Oh, ein Zauber, mit dem ich einfach schwierige Schlösser öffnen kann? Seriously? Das wäre extrem geil. Momentchen. Das schauen wir uns doch gerade mal kurz an. Ja, hat auch gar keinen Rang oder so. Irgendwie Rang, was weiß ich. Können wir einfach lernen und jetzt? Wo hat sich dieser schöne Schlüsselzauber hingepflanzt? Können wir den schießen oder was? Tatsächlich. Veränderung 50. Ja, na gut, das habe ich auch schon fast befürchtet. Wäre aber ein ganz cooler Zauber eigentlich. Das würde mir so ein bisschen Kopfzerbrechen ersparen. Veränderung 50, wie viel haben wir denn überhaupt? 12, boah, vergiss es. Ach so, das Schild noch. Ladies. 7 Schutz, weil das leichte Rüstung ist und mein Aerodan-Schild. Das ist schwere Rüstung, hat aber nur 12 Schutz. Ich bilde mir ein, dass ich schon andere schwere Schilder, auch wenn es natürlich cool aussieht mit dem Schädel, anderen schweren Schildern begegnet bin, die mehr Rüstung hatten. Wunderschöne Innenarchitektur hier. Die Verzierungen der Wahnsinn. Lebensrubin, aha. Woo! Geh weg, Bob! Niemand mag dich. Wein nicht! Auf damit! Stahlschilden, ja. Ja. Ich habe derzeit nicht wirklich irgendwelche Geldprobleme, also ich bin der... Warte, das habe ich doch ja, genau. Ja, weil ich bin... Also ich bin eigentlich ziemlich zufrieden, was meinen derzeitigen Kontostand hier angeht. Bei Nerim. Einfach Skelette? Sonst nichts. Okay. So, was haben wir dann noch? Hier irgendwas? Nope. Ein schön leuchtendes Becken. Ich wette, das Zeug ist radioaktiv. Sonst nichts? Das war's? Das war der Abschluss von Darius' Quest? Yo, das war, ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ha. Okay. Ich meine, ich habe am Anfang auch eigentlich auch gesagt, so, hey, das... Oh, die Falle ist weg. Cool. Ich konnte gar nicht springen. Warte. Gesehen? Ich konnte gar nicht richtig springen. Was ist, wenn ich jetzt nach unten gucke? Ah ja. Jupp, okay, also wenn ich nach unten gucke, dann scheint es ein bisschen besser zu greifen.
was das Springen angeht. So. Dann... Hoppala, eigentlich wollte ich das hier. Hier ist sonst nichts im Raum. Ich denke, wir haben auch alles so vom Loot abgesahnt. Mein lieber Darius. So, das war's. Wir haben die lange Darius-Quest mit den ganzen Artefakten erledigt. Wir wissen zwar immer noch nicht, wer uns die Briefe geschrieben hat, denn ich bin nicht so naiv und denke automatisch, ja, der Darius, der hat mit seiner Geistergestalt, die er dort inne hatte, die Briefe für uns geschrieben. Weil irgendjemand muss ja den Aushang gemacht haben. Wir haben den ja erst ab einem bestimmten Punkt in der Story aufsammeln können. Deswegen kann es ja nicht Darius gewesen sein, der das da hingehangen hat. Sonst hätten die Leute ihn ganz schön schief angeguckt. Wer hat es aber nun getan? Das ist die Frage. So, meine Freunde, das war die Spinnenseite. Das war Darius' Quest. Und jetzt würde ich gerne etwas machen. Wir haben nämlich das Mittelreich eigentlich so gut wie fertig, was die aktuellen Quests angeht. Könnte sein, dass die Gesucht-Quest uns irgendwann wieder zurückführt ins Mittelreich und genauso sehr die Artefakt-Quest von Gervasius uns ebenso wieder ins Mittelreich, früher oder später zurückführt. Aber wir haben ja diese Bücher der Beschwörung. Und ich dachte mir, wir machen wieder so ein, zwei Erkundungsausflüge, nicht viele, um im Mittelreich die restlichen Beschwörungsbücher einzusammeln. Und zwar einmal hier beim Sanktum, bei dem anderen Sanktum, ist ein Beschwörungsbuch. Hier ist ein Marker bei Zerubilon, aber keine Sorge, meine Freunde, ich habe das schon kontrolliert. Da kommen wir noch nicht hin derzeit. Wir werden da in die Nähe nochmal zurückkehren, früher oder später. Das hier, diese Marker gehören nur zu mir selbst, weil ich die Bücher bei mir trage und noch nicht gelesen habe. Das heißt, wir machen einen Ausflug, zwei Ausflüge und drei Ausflüge. Wobei ich mir den hier drüben für später aufbewahren werde, da ich mir nämlich auch noch notiert habe, dass wir noch nicht in den Zwergenminen Onrul waren. Und ich würde mich einfach mal dafür stark interessieren, wie sie mit der Oblivion Engine die Zwergenruinen bzw. Dwemer-Kram umgesetzt haben. Das gab es ja bei Oblivion an sich gar nicht. Das gab es in Skyrim, in Morrowind gab es das, aber in Oblivion leider gar nicht. Also nicht so richtige Dwemer-Ruinen. Und sonst gibt es im Mittelreich nichts mehr. Also, hier gehen wir später hin. Und jetzt machen wir nur zwei Ausflüge. Hierhin und dahin. Und danach geht es ab ins Westreich. Nordreich. Ist auch im Westen. Ist egal. Nordwestreich. So, wo reisen wir da am besten hin? Genau, ich würde sagen, wir gehen zuerst hier hin, weil dann kann ich euch noch was Wunderschönes zeigen. Und zwar eine tolle Aussicht von Zerubilon aus. So, let's go! Ist das nicht wunderschön? Ach ja. Mit diesen Bergen im Hintergrund mit maximaler Sichtweite, so schön viele Bäume. Och, ist das schön. Vor allem hier unten mit der kleinen Insel gefällt mir das. Hier, für die Leute, die sich fragen, was, wie kommt man hier hoch? Weil ich ja ziemlich viel rausgeschnitten habe. Das ist nichts anderes als einfach hier im letzten Raum von Zerubilon ist hier einfach ein Teleporter. Und wenn ihr den benutzt, dann landet ihr hier ganz oben auf dem Dach von Zerubilon. Geile Aussicht, oder? Hammer. So, und dann noch eine kleine Sache, die ich euch zeigen wollte. Klettern wir erstmal hier so runter, ne? Sana-Style und so. Tschaka, tschaka, tschaka. Oh mein Gott, ich habe eine Schramme abbekommen. Oh mein Gott. So, das ist hier einfach mal Parkour-Style. Ne, eher Parkour-Sana-Style. Nicht Parkour-Style-Sana. Oh, shit. Hau ab. Auch noch tollwütiger Fuchs. Du, mein lieber Freund, kannst mir direkt wegbleiben.
Die Tollwütigen haben fast eine 100%ige Chance, Krankheiten zu übertragen. Das geht immer so wahnsinnig schnell mit denen. So, und zwar, ich habe mir noch nicht 100% genau angeguckt, was das hier ist, aber ich habe das schon ein bisschen im Stream unter die Lupe genommen. Aber ich dachte mir, bevor ich das ganz genau unter meine Fittiche nehme, bevor ich mir ganz genau angucke, was zur Hölle das hier ist, ich dachte, er würde noch früher sterben. Würde ich sagen, machen wir das einfach gemeinsam. Schauen wir uns gemeinsam an, was das hier für ein merkwürdiger Turm ist, der so ganz einsam auf der Insel steht. Oh, Muscheln. Nice. Die sind mir gar nicht aufgefallen. Zehn Gold, fünf Gold. Und die Dinger heißen komischerweise Piratentruhe. Das fand ich nämlich so sonderbar bei den Piratentruhe. 40 Goldmünzen, Goldnugget, Perlen, Frostschild, nur Rang 2. Also nichts Bombenmäßiges, wo du dir denkst, oh mein Gott, gut, dass ich hier war. Das ist ja hier unabdingbar, dieser Loot. Aber ansonsten, ich sehe hier auch keinen Weg, irgendwie da oben in den Turm reinzugehen. Also, falls es überhaupt natürlich einen Eingang gibt, einen konkreten. Vielleicht gibt es noch irgendwo ein Easter Egg hier, was ich übersehe. Vielleicht ist das auch irgendein Hommage an irgendein anderes Spiel, wer weiß. So, habe ich kurz bei Darius jetzt 90 Skill bei Zerstörung gekriegt? Genau, ich wollte nämlich kurz mich nochmal daran orientieren, wie viel Schaden wir ungefähr gemacht haben. So, und wenn wir schon mal hier sind, dann rennen wir auch mal kurz hier gleich rüber. Das ist ja gleich ums Eck. Beziehungsweise nicht wirklich ums Eck, sondern einfach geradeaus. Wir wollen ja hier korrekt bleiben. Highspeed schwimmen. Boah, dieser vernebelte Wald hat auch was richtig Stylisches. Oh, was haben wir hier? Ist das das, wo ich hin muss? Nö. Überflutete Höhle. Ach, wisst ihr was? Wir machen auch einfach mal hier kurz einen Ausflug. Kann mir nicht vorstellen, dass eine überflutete Höhle... Oh, shitting hell! Go away! Go away! Jesus! Stufe 22. Ja, und shitting hell ist ab jetzt eine Wortkombination. Was ist das denn? Ew. Meeresfisch. Nur 20 Erfahrungspunkte, das ist ja gar nichts. Oh je, das wird was. Egal, meine Freunde, ich möchte wissen, was hier ist. Wir können leider nicht zaubern unter Wasser, das ist so ein bisschen blöd. Nein! Lass mich! Hä? Ah. What? Schnell, ich muss ein paar Pilze pflücken. Wer hat denn jetzt schon wieder was gegen mich? Ich höre sogar die ganze Zeit irgendein Monster so. Oh Gott, wie ich sowas hasse, wenn man Viecher hört, aber ums Verrecken nicht sehen kann. WTF! Ja! Hallo? Was? Ich töte es einfach mal so, ne? Weil das Vieh ist mir einfach zu merkwürdig gerade. Du machst den Lärm, oder? Stirb! Fucking... Oh Gott, sind das viele? Einer nach dem nächsten. Bitte spring mir nichts nicht ins Gesicht, so wie du es jetzt gerade tust. Ich bin kein großer Fan davon. Oh, fuck, yeah, das zieht, wa? Oh, shit, mich zieht es auch. Oh, fuck. Puh.
Boah, geile Musik. Ich hätte schwören können, ich habe nur zwei von denen gelootet. Egal. Ist egal. Das Wachs ist jetzt nicht so bombenwichtig. Okay. Puh. Oh. Sieht nett aus. Ich verzichte mal auf das Pflücken und... Oh, geil. Ah, Mann, ich liebe sowas. Oh, was haben wir denn da?